Einen wunderschönen guten Abend, Tag, Morgen, wie auch immer. Mein Name ist wie immer das Zappelbee und wie ihr seht, spielen wir wieder GTA. Ja, ich habe mir so in dieser Aufnahme vorgenommen, dass wir jetzt ganz spektakulär einfach mal nach draußen gehen. Sehr schön. Spektakulär nach draußen gegangen. Und ja, jetzt gehen wir mal da drüben. Which are you? A lion or a dog? I know which I'd rather be. Did not find your body with the others in the warehouse, Mr. Bulgarin, and I were very disappointed. I was loyal to you, Dimitri. Why did you turn on me? You think I could survive in a cesspit of a city like this by aligning myself with a bottom feeder like you? You who had so many enemies. You who hate. You robbed Bulgarin. You killed Mikhail. You know no more of loyalty than I do. You know why I killed Faustin. It was not my choice. I will find you, Nico. I have burned you and your cousin out of Hove Beach. I will smoke you out of any other hiding place you have in this city. Hey, see you soon, Nico. I'm talking to you. But it's not me. Okay, Dimitri will uns immer noch auf die Schnauze hauen. Das tun wir jetzt auch. Und zwar haben wir jetzt einfach den hier mal auf die Fresse. Weil mir gerade so danach ist. Ich habe nämlich keine Lust auf den Dimitri, deswegen habe ich hier mal den Herrn auf die Schnauze gehauen. Und jetzt gehen wir hier mal so ein bisschen durch die Gassen und gucken mal, was wir hier so schön finden. Da finden wir ein Loch in der Wand. Und ich guck mal kurz auf die Karte. Und zwar, wer wohnt da? Manny. Bruce. Bruce. Okay. Wir gucken mal ganz kurz in die Statistik. Und zwar haben wir Sympathy bei Jacob. Nicht so viel. Respekt bei Roman haben wir 100%. Und Sympathy haben wir da nur 87%. 80%, das heißt, Vlad Missions haben wir 100. Sympathie und Respekt bei Jacob haben wir nicht so viel. Das heißt, ich würde mal sagen, ich hole mal das Telefon raus. Telefon. Okay. Perfekt, da wollte ich sowieso gerade anrufen bei ihm. Yeah, I'm busy, come over. Was? Okay. Jacob ist gerade nicht zu Hause. Ich probiere dann, wenn ich bei Faust anrufe. This is Elena Faustin. If you are looking for Mikhail or wanting to collect on a debt, then please look elsewhere. My husband is dead. Show Anna and I respect by leaving us be. Okay. Kann man hier irgendwie... Dimitri? Здравствуйте, вы позвонили Дмитрию Броскову. Я сейчас не могу ответить. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение, и я вам перезвоню. Ja. Ich glaube, es ist einfach zu spät, dass wir da noch irgendwen erreichen werden. Ich würde sagen, wir fahren mit ihm mal zum Bowling, wenn es geht, heißt's. So, mal schauen. What's up, Roman? Want to go bowling? I love to watch the girls bend down and pick up balls. Of course I will bowl with you. Pick me up in next hour. I come to get you, Roman. Okay. Sehr geil. Dann gehen wir mal Roman abholen. Aber zuvor holen wir uns ein nettes kleines Fahrzeug. Ich muss gerade mal ein bisschen wieder reinkommen hier mit der Steuerung. Ist schon etwas länger her. Nein. So. Achso, ich sollte vielleicht mal auch. Ach Gott, der ist ja da ganz unten. Okay. Wir fahren mal da lang. Ich habe keine Ahnung, wie ich da genau hinkomme. Aber das ist nicht das Problem. Oh. Schöner Drift. Also, sehr
So, jetzt gehen wir hier mal ein bisschen Jas. Aber. Oh, das ist. Alter, kann ich mal fahren? Oh, jetzt hab ich mal wirklich kaputt gemacht. Moment, es geht weiter. Ja, ja, die quatscht immer noch am Navigationssystem hier. Aber das macht nichts. Kommen wir da jetzt ungeschadet super geil durch. Sieht super aus. Sieht super top aus. So, dann bin ich als erster hier. Hier gibt es die Parkgebühr. Oder beziehungsweise die Maut. Dass wir die Straße fahren. Auf der Straße fahren dürfen. Ich hätte auch voll durchhämmern können. Aber nein, ich möchte ja die Polizei mal diesmal nicht so schnell am Hacken haben. Also werden wir einfach mal ganz gechillt hier uns den Unfall angucken. Ganz gechillt hier durch die Gegend fahren. Vor allem gechillt, genau, in der Stadt mindestens 120 Grad. Aber das soll... So. Hat auch funktioniert, muss ich gerade sagen. So, jetzt fahren wir mal zu Roman und machen eine Runde Bowling. Auf jeden Fall ist er davon schon mal sehr geil begeistert, dass wir zu ihm fahren und ihn zum Bowling abholen. Oh, schöner Dreher. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo er hier jetzt ist. Ne, da ist noch ein bisschen Dach, da steht er ja rum. Achso, er steigt zwar schon ein, aber wo ist denn hier die... Da. Okay. So, dann fahren wir mal zum Bowling. Dafür brauche ich die Karte. Moment, ich muss mal gucken. Das Bowling ist da unten. And I love this country. It's fucking amazing. I want some of what you're on. It must be pretty strong, because I can't see what you're so happy about. Life is shit. I'm high on life, man. American life. It's the fast food, the cheap gas, the fake titties. This is shortcut for everything here. You just need to know where it is. Yeah, but most people don't know where it is, so they stay at the bottom of the food chain. They stay there until they're burnt out or dead. That's because most people are too foolish to look for the shortcuts. They stay on the highway like every other chump. I'm an innovator, Nico. I drive off the highway. Off-road, baby. Every move I make is a gamble. I'm going to get knocked back a few times, sure. One day, I'll find that shortcut to the top. If you're lucky, I might take you there with me. Tell me, Roman, why weren't you such an optimist back home? In the old country, the only thing you could count on was a bomb landing on your bedroom roof in the night. Here, anything is possible. It's the land of opportunity. They must put something into the water, man, because all I'm feeling is pure optimism. I'm going to start drinking from the tap, then. So, wir, die haben gerade aufgehört, wir fahren einfach mal direkt davor. Okay, Cousin, let's hit the alleys. Finde ich ganz cool, dass wir einfach mal mit dem Auto direkt vor die Bodenbahn fahren können. So, dann suchen wir uns jetzt hier einen schönen Bowlingplatz aus. Ich würde sagen, wir nehmen gleich mal den hier. Wenn das geht. Nö. Ach, vielleicht sollte ich auch mit den Typen da vorne quatschen, ich weiß es nicht. Ah ja, Bowling kostet 10 Dollar. Ein halbes Spiel. Ein ganzes Spiel. So, dann suchen wir uns eine Bahn aus, eine leere Bahn. Und dafür wir nehmen gleich die hier. Und dann bowlen wir mal eine Runde. Und diesmal... Kommt das schon? Okay. Position. Aufhören? Nee. So, bewege, ziehe Maus in einer Bewegung nach hinten und stoße sie schnell wieder nach vorne, wobei du sie nach links oder rechts abwinkeln kannst, um die Schussrichtung zu bestimmen. Drücke RMP, also rechte Maustaste, um die Bereitstellung zu verlassen. Drücke F, um deine Punkte anzusehen, und drücke sie E, um aufzuhören. Okay. Also, mit einem Schwung nach hinten und einem Schwung nach vorne. Und... Ja.
Das fängt ja schon mal super toll an. Ja, jetzt kann ich mir aussuchen, welche Kugel oder was. Ach, Mann, oh. Beziehungsweise welchen Pin. Ich konnte ja nur noch einen machen, leider. 9 Punkte. Na, mal gucken, wie Roman spielt. Bin ja mal gespannt. Komm schon, Roman, komm schon. Ja, komm. Oh, naja, gut, okay, der steht aber noch. Der steht noch. Das heißt, wenn er jetzt nicht so gut ist, dann kriegen wir das vielleicht hin, dass wir in der nächsten Runde vielleicht mal einen Strike machen könnten, eventuelle. Ich weiß es nicht. Und, er hat auch 9 Punkte. 9 Punkte. Gut. So, wir verändern auch mal die Position so ein bisschen. Ja. Naja. Aber das könnten wir jetzt schaffen. Wenn ich nicht ganz so failig bin. Da, wunderbar. Sehr schön. Das waren jetzt alle Pins mal. Damit haben wir jetzt 9 Punkte. Und was macht er? Was macht er? Was macht er? Na, bleib bloß stehen. Bleib stehen. Sehr schön. Er hat ihn wieder eingefangen. 7. So, er muss jetzt mindestens. Aber einer wird definitiv stehen bleiben. Einer. Vielleicht, warte mal. Pass mal auf. Pass mal auf. Und. Moment. Na komm. Puh! Und hat's was gebracht? Nee. Leider nicht. Hätte ja klappen können, dass ich den erschrecke oder so. Aber naja, gut. Ich müsste mal so einen Strike hinkriegen. Das wäre mal ziemlich geil. Aber... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war das denn jetzt gerade? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, das war ja noch besser. Ach Gott. Das war jetzt... Da haben wir jetzt aber richtig gefailed. Oh Mann. Oh Mann, oh, 23 Punkte, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da, der hat den Strike. Ja, nie ist klar. Oh Mann, ey. Das kann jetzt nicht sein, ne? Das kann's doch jetzt nicht sein, ey. Ja, das ist schon nicht so schlecht. Da kriegen wir die anderen beiden auch noch. Oder 3, sagen wir es mal so. Also, sollte ich eigentlich hinkriegen. So schlecht bin ich ja beim Bowlen auch noch nicht. Ach Gott, das will. Oder ich bin doch so schlecht. Oh. 31 Punkte. Er hat schon 18. Also gerade. Da noch, ja, nee, ist klar. Also der räumt richtig ab, ey. Der räumt richtig ab. Ich glaube, ich hätte ihn vielleicht nicht erschrecken sollen. Das ist doch nicht wahr. Da treffe ich da jetzt nicht mal mehr alle wieder. Naja, es ist einer stehen geblieben. Das geht noch, das ist nicht so tragisch. Aber wir haben schon 40 Punkte. Oh Mann, der macht jetzt bestimmt noch einen Strike. Der macht 3 Schritte, 4 Schritte hat er jetzt gemacht. Und... einen Pin. Einen Pin. So, wir überspringen das mal. 75 Punkte. Der hat ordentlich abgeräumt. Oh, immer dieses... immer diese zwei Äußeren, dass die stehen bleiben müssen, ne? Und ich bin kein, ja, wie sagt man so, Trickspieler. Dass ich jetzt die beiden Äußeren da treffe. Dass ich den einen so mit dem anderen wegkicken kann. Das kriege ich nicht hin.